Das ist. Okay, so gut war ich bis jetzt noch nie. Mit nur einem Fehler. Ihr Wodka, Sir. Danke. Sie wirken ein wenig besorgt, wenn ich das so sagen darf. Haben Sie Probleme mit dem Fall? Blake ist sicher, dass Mars der Killer ist. Sie nicht? Ich dachte, es gäbe dafür einiges an Beweisen. Das stimmt. Aber es macht keinen Sinn. Sein psychologisches Profil passt nicht. Genauso wenig wie sein Geoprofil. Dieser Mann ermordet nicht 8 Kinder und entführt dann seinen eigenen Sohn. So sieht's aus. Mars ist nicht der Origami-Killer. Dankeschön. Da wette ich drauf. Du bist mir sympathisch, mein Freund. Und wer dann? Ich habe keinen blassen Schimmer. Sie könnten doch noch mal in aller Ruhe Ihre Hinweise durchgehen. Genau das hatte ich gerade vor. Dann mal los, mein Freund. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Ich gebe mir Mühe, aber es ist schwer. Und es wird jeden Tag schwerer. Ja, hättest du es nicht angefangen, sie um, wenn sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Also gut. Dann gehen wir jetzt mal die Beweise durch. Und zwar. Öffnen. Ich weiß es nicht, was ich alles schon gemacht habe und was nicht. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Was haben wir denn noch? Vorgehensweise. Na komm. Wir analysieren nochmal. Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ. Fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Na, weg damit, komm. Mir hat das war jetzt. Oh, gerade das Falsche drückt. Wir brauchen das hier. Sieh an, es gibt etwas Neues. Die Videoaufzeichnung vom Park am Tag, als Sean Mars verschwunden ist. Ich glaube nicht, dass da etwas drauf ist, aber wer weiß.
Ja, dann mal los. Analysieren. Ein Chevrolet mit übereinstimmenden Reifenspuren fuhr um 16.02 Uhr in Richtung Park und um 16.37 Uhr in die entgegengesetzte Richtung. Könnte mit der Entführung von Sean Mars übereinstimmen. Ist das der Wagen des Mörders? Wäre möglich. Keine Daten, alles klar. Gut, dann nicht. Was haben wir hier? Reifenspuren. Das haben wir ja schon alles. Schade, das Gesicht des Fahrers ist nicht zu erkennen. Egal, wir analysieren trotzdem. Und wenn das Scheißding nicht gleich aufhört mit Ruckeln, krieg ich echt eine Vollmeise, ey. Ein gestohlenes Fahrzeug. Moment. Jackson Neville wurde verdächtigt, aber die Anklage wurde fallen gelassen. Keine ausreichenden Beweise. Immer noch keine Daten. Naja. Was haben wir noch? Was ist das? Eine Orchidee? Nö. Rest haben wir schon. Ich wäre jetzt eigentlich fertig. Habe ich irgendwas vergessen? Ach, nicht das. Hier. Hä, bin jetzt doof? Hä? Das wollte ich haben, dankeschön. Bam. Das sieht doch etwas wohnlicher aus. Als in der Wüste. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich analysiere jetzt einfach nochmal alles. War das jetzt gut? Das haben wir schon. Das auch. Ah. Ach ja, das ist ja hier unser neuer Verdächtiger. Jackson Neville, alias Mad Jack, handelte mehrfach mit gestohlenen Fahrzeugen, gilt als außerordentlich gefährlich. Er könnte dem Mörder das Fahrzeug gestellt haben. Ziemlich vage Spur. Aber mehr habe ich im Moment nicht. Das ist richtig. Okay. Na. Oh, wir bluten aus der Nase. Und zittern. Sind wir schon wieder süchtig? Da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von. Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Ja, das ist scheiße. Fuck. Es geht los. Tryptokain. Es liegt auf dem Nachttisch. Ich muss nur etwas nehmen. Dann verschwindet der Schmerz. Ich darf nicht. Das bringt mich um. Ich weiß, ich kann widerstehen. Ich muss mich nur zusammenreißen und mich beschäftigen, bis es vorbei ist. Nee, kann man nicht. Wir müssen es jetzt nehmen. Bluten aus der Nase, Leute, das geht gar nicht.
Ja, schon geht's uns wieder besser. Scott Shelby. Was machen wir mit dem guten Mann? Ich glaube, ich weiß was. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber wir schauen mal. Ach so, ja, nee, doch, klar. Ja, doch, das wusste ich. Wir müssen jetzt nach der Schreibmaschine gucken. Mit der der Brief von der Lauren geschrieben wurde. Manfred! Manfred! Bist du da? Nee, da ist er nicht. Da ist er. Hallo, Manfred. Wer ist da? Scott. Scott Shelby. Das ist schon wieder so furchtbar. So besser vielleicht? Na? Na komm, weiter. Kennst du mich noch? Na, nicht wirklich. Scott? Wenn das nicht... Scott! Ja, Scott! Hey, schön dich zu sehen. Wie lang ist das her? Oh, bestimmt schon 10 Jahre. Oh... In meinem Alter bedeutet Zeit nichts mehr. Ich repariere Uhren, aber ich versuche, die Zeit zu vergessen. Was ist mit dir? Bist du noch immer Polizist? Nein, nicht mehr. Ich bin Privatdetektiv. Das ist Lauren. Sie ist eine Freundin. Hallo. Hallo, junge Frau. Tja, junge Frau, das muss ne? gefeiert werden. Ich hab da was. Moment. Ich weiß, ich muss hier irgendwo noch eine Flasche Scotch haben. So. Dann gehen wir mal hinterher. Ah, ich geh schon ran. Würdest du für mich rangehen, Scott? Sag ihnen, sie sollen heute Nachmittag nochmal anrufen. Ach, warte. Klar, mach ich. Ja. Hallo? Ja, bei Manfred. Aber er ist beschäftigt. Können Sie vielleicht später nochmal anrufen? Danke. Okay, das war's schon. So, Manfred, jetzt sag mal an. Was gibt's? Also. Schnaps. Auf die Freundschaft. Hopp, rein in den Kopf. Ach. Wirf mal einen Blick auf diesen Umschlag. Kennst du vielleicht das Modell der Maschine, auf der die Adresse geschrieben wurde? Moment, da, schau mal. Lass mal sehen. Könntest du bitte so nett sein und mir das Vergrößerungsglas...